Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype the Time Quest. Beim letzten Mal sind wir hier in der Ära Tuscans des Ersten angekommen. Und zwar in Gustus Herrenhaus. Und der hat uns dann aus der Statue wieder zum Leben erweckt. Und wir haben uns auf den Weg gemacht, um das königliche Juwel zu stehlen oder zu finden oder wie auch immer. Mit dem wir nämlich hoffentlich in der Zeit zurückreisen können. Und wir sind hier in Tauras angekommen, der Stadt, in der sich auch die Festung befindet, wenn wir einmal auf die Karte schauen. Da. Und müssen jetzt versuchen, irgendwie da reinzukommen. Aber erstmal werden wir mal die Stadt erforschen, deswegen bin ich wieder hierhin zum Eingang gelaufen, denn hier sind wir reingekommen. Und guckt mich mal ein wenig um. Hier gibt es genauso wie im Wald Bienenstöcke, wie ihr hier sehen könnt. Und die werden wir natürlich erledigen. So, den ersten haben wir schon mal. Und ich werde erstmal hier reingehen. Das ist ein Laden. Hallo, was gibt's denn hier Schönes? Ah, Ritter! Ihr werdet bald merken, dass ich absolut unentbehrlich für euch bin. Warum? Nun, einfach weil ich euch verkaufe, was ich am besten kann. Vergesst nicht, dass dies der Laden ist, wo Qualität zu Hause ist. Seht meine Preise, sie sind der absolute Wahnsinn. Trefft eure Wahl! Tja, wer die 13,5 Leben des Captain Blaubeer gelesen hat von Walter Mörs, weiß, dass der Wahnsinn nicht immer so eine gute Bezeichnung ist. Aber na gut, es gibt hier grüne magische Kräuter und blaue Tränke. Brauche ich jetzt aber gerade nichts von. Ich habe mir auch nur 65 Plastiks, also die hebe ich mir lieber für andere Sachen auf. Zum Beispiel für das Rennen von dem Schumacher-Sohn draußen. Dafür brauche ich ja 100 Plastiks. Ansonsten haben wir jetzt erstmal nichts mehr hier zu tun. In den Fässern war leider nichts. Das Schwert stecke ich mal weg, das brauche ich hier nicht. Und ich kletter mal hier die Kisten hoch und benutze den kleinen, ja, Geheimgang, Geheimweg hier oben. Wirklich geheim ist er zwar nicht, aber das ist mir egal. Hier haben wir noch einen, ups, daneben. Ist natürlich nicht gut. Wahrscheinlich werde ich mir hier neue Pfeile holen müssen. Später jedenfalls. Und immer schön umgucken, ob wir nicht irgendwo noch Bienennester sehen. Also ich werde mir blaue Pfeile holen müssen, wenn wir alle Bienenstöcke haben. Denn dann habe ich nicht mehr so viele. Außer natürlich, wir finden zwischendurch noch welche, aber das wird relativ unwahrscheinlich sein. Und was haben wir denn hier? Eine Kiste. Was ist denn da drin Schönes? Grüne Kräuter. Ja, kann ich gebrauchen. Hier war, glaube ich, irgendwo... Ja, da war noch ein Bienenstock. Den schieße ich noch schnell ab. Und ja, 3 von 10 haben wir. Hühner! Lecker, lecker. Willkommen in Tauras. Ich bin James, der Schuhmacher. Vielleicht habt ihr meinen Sohn im Wald getroffen. Ich bringe ihm das Schusterhandwerk bei. Ach, wisst ihr, ich träume davon, die besten Stiefel aller Zeiten herzustellen. Aber dafür brauche ich Plastiks und eure Hilfe, um die Stiefel zu testen. Wenn ihr mir nur 40 Plastiks gebt, könnt ihr sie in einem Rennen gegen die Zeit tragen. Und wenn ihr das Rennen im Namen von James und Sohn gewinnt, werde ich euch ein nützliches Geschenk überreichen. Möchtet ihr das Rennen laufen? Ja, natürlich möchten wir das Rennen laufen. Ist zwar irgendwie ziemlich happig dafür, dass wir ihm 40 Plastiks geben, um Sachen zu testen. Also eigentlich müsste er doch uns bezahlen, damit wir Sachen testen, aber... Dies wir machen das mal. Auf mein Zeichen hin müsst ihr der Route folgen, die durch die Fackeln markiert wird. Jedes Mal, wenn ihr eine Fackel passiert und löscht, erscheint eine neue. Die letzte Fackel enthüllt auch die von James und Sohn versprochene Belohnung. Und vergesst nicht, ihr kämpft gegen die Zeit. Ihr müsst schnell sein. Soll ich es nochmal erklären? Nee, ich glaube, das habe ich kapiert. Als ich das Spiel früher gespielt habe, war das hier also auch dann, Ritter, ziemlich schwer auf die Plätze, für mich. Fertig, los. Also ich habe es nicht so richtig gut hinbekommen, weil ich musste, man muss hier halt ziemlich koordinieren, weil das Ganze auf Zeit geht. Man muss das alles schaffen, bevor die Sanduhr oben ausläuft. Aber heute sollte das eigentlich kein Problem mehr für mich darstellen. Und ihr seht auch, die Hitboxen von den Fackeln sind relativ großzügig gewählt. Das heißt, wir müssen sie nicht ganz genau treffen und von daher ist das alles kein Problem mehr. So, jetzt müssen wir, glaube ich, wieder zurück zur Festung, soweit ich weiß. Dann haben wir das Rennen auch schon gewonnen. Und dafür, dass wir 40 Plastiks dafür ausgegeben haben, gibt es auch eine nette Belohnung.
Ja. Ein Trank-Upgrade. Damit können wir bis zu 10 blaue Tränke tragen. Ja. Und ihr könnt jetzt wahrscheinlich schon denken, ja, wenn wir das Rennen vom Sohn machen, werden wir auch noch ein kleines Upgrade kriegen. Genauso wie wenn wir hier alle Bienenstöcke finden. Gut gemacht, danke. Ich hoffe, ihr mögt das Geschenk von James und Sohn. Ihr habt mir gezeigt, dass ich meine Stiefel noch weiter verbessern kann. Vielleicht dauert es noch lange, aber eines Tages werden es unglaubliche Stiefel sein. Dies sind die Regeln. Nein, ich will es nicht nochmal machen. Müsst ihr dies? Nein. Also ich habe gerade aus Versehen ausgewählt, dass ich nochmal das Rennen machen will. Naja, das dauert ja nicht lange und als Belohnung kriegen wir einen blauen Trank. Also dann, Ritter, auf die Plätze. Das können wir so oft machen, wie wir möchten. Also wir müssen nur einmal die Gebühr zahlen von 40 Gold, danach nicht mehr. Und kriegen eben jedes Mal, wenn wir dieses Rennen veranstalten, einen blauen Trank. Was bedeutet, dass wir uns halt ganz gut aufstocken können. Was ich wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal dann offscreen machen werde. Einfach mal ein paar Mal dieses Rennen machen, um dann 10 blaue Tränke zu haben, die ich ja jetzt Gott sei Dank tragen kann. Damit wir für dieses Abenteuer gerüstet sind und nicht irgendwie irgendwo in der Wildnis sterben, weil wir keine Tränke mehr haben. So, einmal wieder zurück. Also es dauert ja wirklich nicht lange, das ist jetzt nicht so schlimm. Ups, okay, das ist nämlich ein Problem bei den Schuhen, man kann nicht rückwärts laufen, man kann nur vorwärts laufen. Das heißt, wenn ich eine Fackel verpasse, muss ich mich wirklich umdrehen und wieder zurücklaufen. Ihr könnt das so rennen, nein, ich möchte nicht noch... Ja, nein. Blablabla, lass mich in Ruhe, ich will das nicht nochmal laufen. Später vielleicht nochmal. So. Ah, wunderbar, wir sind wieder zurück hier im Hühnerstall. Kann man das als Stall bezeichnen? Das ist mehr so ein Gehege, oder? Was hast du denn zu sagen? Geht das Risiko ein, hier in einer feindlichen Rüstung herumzulaufen? Feindlich? Der König wird euch dafür bezahlen lassen. Wenn es nicht schon die Bienen tun. Sie haben Nester in der ganzen Stadt. Jemand sollte sich der Sache annehmen und sie endlich loswerden. Ja, was denkst du denn, was wir hier versuchen zu tun, ne? Vergiss das Juwel des Königs. Wir sind hier, um die Bienen zu töten. Der professionelle Ungeziefervernichter, jawohl. Obwohl Bienen natürlich kein Ungeziefer sind, die machen leckeren Honig. Monitum Publicum. Unser erlauchter König Taskan der Erste lässt, dass jeder Bewohner der Stadt in der Festung Dienst zu leisten hat. Ein Krieg gegen das Kloster ist nicht mehr zu vermeiden. Freiwillige sind jederzeit willkommen. Die Schätze des Reiches sind Zeichen unserer Überlegenheit. Alle Bürger haben die Pflicht, darauf zu achten, dass nichts gestohlen wird. Jeder, der sich der Spionage für das Kloster schuldig macht, wird in den Kerker geworfen. Ja, das sind natürlich schöne Ausrüstungen hier. Nein, schöne Aussichten meine ich natürlich. Aber das soll uns jetzt hoffentlich nicht weiter stören. Wir plündern erstmal noch diese Schatztruhe. Und seht da, noch ein weiterer blauer Trank. Das ist doch schön. So, mal wieder umgucken. Ah, da oben ist noch ein Bienennest. Das habe ich schon von 3 Meilen entfernt gesehen. Na komm, ganz vorsichtig. Plopp. Und wenn wir hier zurückgehen, dann sind wir wieder beim Eingangstor. Das heißt, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Was aber ganz gut ist. So können wir nämlich alles schön systematisch erkunden. Res Historical. Die Stadt Torras wurde von unserem Herrn Taskan der I. gegründet. Unser erleuchteter Herrscher hatte die edle Absicht, seinen Untertanen eine würdige Heimat zu erbauen. Und wenn ich übrigens das Lateinische falsch ausspreche, dann sagt mir das bitte, dann schreibt mir das in die Kommentare, damit ich das ändern kann. Taskan der I. stellte sogar seine Armee zum Schutz der Stadt zur Verfügung und verlangt nichts weiter dafür als absoluten Gehorsam. Also ich möchte ihm nicht gehorchen und ich habe da anscheinend auch eine feindliche Rüstung an. Eigentlich ist es nur eine fremde, oder? Und keine feindliche. Aber nun gut, reden wir mal mit dem Schild, nein. Hallo Schild, wie geht's dir? Na, schönes Wetter heute, oder? Ich wollte eigentlich mit dem Schmied hier reden. Hallo. Herr Ritter, ihr habt Glück. Hier findet ihr die beste militärische Ausrüstung, die es gibt. Wie ich immer sage, fürs Militär ist mir nichts zu schwer. Nun, ich kann eure Rüstung für 25 Plastiks ausbessern oder euch 10 Armbrustpfeile für 10 Plastiks verkaufen. Trefft eure Wahl. Also, die Bolzen zu kaufen... Oh, hier werden sie sogar Bolzen genannt, nicht mehr Pfeile. Die Bolzen zu kaufen lohnt sich noch nicht richtig, weil wir sowieso nur 20 tragen können. Und ich will erst abwarten, bis ich 10 oder weniger habe. Und die Verbesserung der Rüstung lohnt sich auch noch nicht, weil sie noch in relativ gutem Zustand ist, wie wir da unten sehen können. Also, auch wenn er da rechts schon einen Riss hat, das ist noch ein guter Zustand der Rüstung.
Deswegen machen wir das später. Dafür will ich jetzt keine 25 Plastiks ausgeben. Stattdessen verbrauchen wir noch mal ein paar Pfeile. Na komm. Jawohl. Mein Gott, ein fremder Ritter. Ich liebe es, wenn man von weit her kommt, um meine Bauwerke zu bewundern. Ich bin Bolduk, der Architekt, der die Festung entworfen hat. Und ich bin stolz darauf. Sogar wenn dieser Störenfried Taskan der Erste seine Nase in meine Pläne gesteckt hat. Und wo wir gerade von diesem undankbaren König reden, seid vorsichtig, wenn ihr in die Nähe seiner Festung gelangt. Er ist nicht besonders wild auf Fremde zurzeit. Nur ein sehr tapferer Mann könnte dort hineingelangen. Tapfer. Der Park der Tapferen. Ja. Danke, Ritter. Ihr habt mich gerade auf eine Idee gebracht. Ein Park der Tapferen. Aber wir sind gut. Sogar ohne zu reden haben wir ihn auf eine Idee gebracht. Das ist doch mal eine gute Sache. Vielleicht werden wir irgendwann auch noch mal was mit dem Park der Tapferen zu tun haben. Ha? Wer weiß das schon? Ich weiß es. Da ist noch ein Bienennest. Das schalten wir doch direkt mal aus. Dann haben wir, glaube ich, 6 schon gefunden, oder? Jawohl, sehr gut. Und da ist gleich Nummer 7. Plopp. Sehr gut. Hier ist jetzt die Taverne, wo wir übernachtet haben oder wo wir gespeichert haben. Das heißt, bis hierhin haben wir alles erforscht und ab jetzt kommt ein neues Gebiet. Falsche Taste. Nein, lauf nicht weg, kleines Mädchen. Erzähl mir was. Ich möchte so gern ein Ritter werden wie du. Deine Rüstung ist schön. Uff, ich habe Durst. Hast du Wasser, Ritter? Nein? Auch gut. Ich weiß nicht warum, aber das Wasser aus dem Brunnen ist wirklich nicht gut. Tja, ob das wohl ein Hinweis ist, dass wir uns den Brunnen mal näher angucken sollten? Ach Quatsch. Das kann doch nicht sein. Also, das wäre ja lächerlich. Deswegen reden wir mal mit der Dame hier. Weg von mir. Ihr Ritter seid nur gut zum Krieg führen. Ich habe eben Granslag besucht, den neuen Wächter des Königs. Er ist furchterregend. Wegen Leuten wie euch hat man Wächter wie ihn geschaffen. Aber mir macht er keine Angst. Der ist wahrscheinlich ein großer Schwächling, wie alle Krieger. Was? Granslag hat gewiss einen schwachen Punkt und bestimmt ist es das Herz. Das klingt aber so, als würde dir Granslag doch ganz gut gefallen. Also, meinst du nicht, da könnte was zwischen euch laufen? Wer weiß. Ich gehe nochmal in die Taverne hinein, denn die haben wir gar nicht vollständig erkundet. Wir haben nur hier mit dieser Dame hier geredet. Dorin oder irgendwie so heißt sie. Ich weiß es nicht mehr genau. Und sie bietet uns Essen für 60 Plastiks an. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Aber immerhin ein kostenloses Zimmer. Das ist schön. Das, was dieser Dummkopf sagt. Taskan der Erste hat Tauras gegründet. Und wir schulden ihm eine Menge. Die Wirtschaft ist gesund. Und seit der König eine Armee aufgestellt hat, sind der Händler und der Schmied reich geworden. Das Kloster ist dagegen nur ein Witz. Sie rekrutieren große Mönche, um sich zu verteidigen. Absolut lächerlich. Mit Wachen wie Granslag werden wir sie zermalmen. Sogar wenn er von Zeit zu Zeit ins Wanken gerät. Na, das scheinen ja echt große Spannungen zwischen dem Kloster und der Festung, also dem König zu sein. Ist aber nicht gut. Na, dann wollen wir mal gucken, was der Dummkopf, wie er ihn bezeichnet hat, zu sagen hat. Ach, wir sind ganz schön in der Patsche. Taskan, der Erste, kassiert die Symbole der Macht. Juwelen, Rüstung, Harnische. Er will seine Festung damit schmücken, um seine Vorherrschaft zur Schau zu stellen. Außerhalb der Stadt beansprucht das Kloster den Thron. Das Kloster? Der König? Alles das Gleiche. Zwei bewaffnete Tölpel. Bald werden wir einen Krieg am Hals haben. Also, bei den bewaffneten Tölpeln sagst du wohl was, aber das mit dem Krieg hoffe ich doch eher nicht. Wir haben gerade in der Ära Taskan des Vierten einen Bürgerkrieg hinter uns. Da will ich nicht schon wieder in einen neuen Krieg verwickelt werden. So, ich mache erstmal nochmal die Fässer kaputt. Vielleicht findet sich da... Geld. Hat bestimmt keiner gesehen, dass ich das Geld hier einfach an mich nehme, ne? Ist meins. Das war schon immer meins. Wie viel war das überhaupt? 25 müssen das gewesen sein. Sehr schön. So, hier in dem Zimmer ist, glaube ich, sonst nichts. Ich gucke nochmal kurz hier in die... Ey!
Ich sagte, ich gucke nochmal kurz hier in die Ecken. Und steck mal wieder mein Schwert ein. Okay, da ist wirklich nichts. Und in dem Zimmer ist... eine Katze. Hallo, na, wie geht's dir? No, willst du gestreichelt werden? Leider gibt's keine Taste dafür. Dupp. Kann ich auf dich draufspringen? Ja. Ich schwebe über der Katze. Das ist eine magische Katze. Aber nun gut. Wir werden diese magische Katze mal alleine lassen und die Stadt noch ein wenig weiter erforschen. Und mal gucken, ob wir die anderen Bienennester noch finden können. So, wo geht's denn? Wo gehe ich erstmal lang? Ich gehe erstmal hier links lang. Da sind wir auch beim Rennen lang gelaufen. Und lese das hier. Res Historicae. Die königliche Festung ist ein Werk Boldux, mit dem haben wir gerade eben schon geredet. Tascans großem Architekten. Dieses Bollwerk ist ein Symbol für die Überlegenheit von Torras und eine Warnung an alle seine Feinde. Jeder Fremde und jeder Einheimische muss sich der Dominanz der Burg beugen. Okay. Dürfen wir denn auch da rein? Also es sieht sehr schlecht aus, denn die Tore sind zu und die Zugbrücke ist hochgezogen. Das heißt, durch den normalen Eingang werden wir auf jeden Fall nicht kommen. Aber wir werden die Burg von der Bienenplage befreien. Top. So. Wie viele brauchen wir noch? Zwei Stück noch? Ach, das sieht doch machbar aus. Weißt du, wo das nächste ist? Noch ein Ritter. Die sind doch überall. Du bist nicht sehr originell. Wenn ich groß bin, werde ich ein gefährlicher Alsi... ein gefährlicher Almi... Alchemist... Alchemisch... Zauberer. Ich werde ein großes Labor haben. Lern erstmal, wie du Alchemist aussprichst und dann kannst du ja bei Gustus in die Lehre gehen. Vielleicht nimmt er dich auf, wenn er nett ist. Aber dein Berufswunsch ändert sich wahrscheinlich sowieso und am Ende bist du doch Ritter. Weil das auch so einfach ist, Ritter zu werden. Im echten Leben zumindest. Oder einfach war, besser gesagt. Schauen wir mal, da ist noch eine Katze. Hallo. Sonst hier. Und da ist noch ein Bienennest. Das muss sofort ausgeschaltet werden. Und dann reden wir nochmal mit dem Kerl. Oh, ein fremder Ritter. Ihr solltet hier verschwinden. Krieg liegt in der Luft und ich mag das nicht. Das Kloster wird definitiv irgendetwas unternehmen. Ich habe Granzlack gesehen, den neuen Wächter des Königs. Dem möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Obwohl, angesichts seiner Größe fällt er wahrscheinlich um, wenn man sich an ihn ranmacht. Okay. Das heißt, du stehst eher so auf große Kerle und willst dich an sie ranmachen, ja? Finde ich okay. Ist in Ordnung. Ich guck noch mal eben hier hinten. Ich glaube, hier ist nichts. Man kann hier jedenfalls hochklettern. Und dann hier rüberspringen. Aber wie es aussieht, ist hier aktuell nichts zu finden. Deswegen gehen wir mal wieder zurück. Dann muss ich hier durchklettern. Und kann wieder hier hochgehen. Und ja, wir kommen nicht in die Festung. Das heißt, Game Over, das Spiel ist vorbei. Wir werden hier nicht weiterkommen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal zum Brunnen und trinken ein kleines Schlücklein. Und testen mal, wie das Wasser ist. Und huch, was ist das denn? Ein Schalter im Brunnen? Wer hätte denn damit gerechnet, dass hier irgendwas Besonderes ist, nachdem uns das Mädchen darauf hingewiesen hatte? Also ich nicht, nein. Ja, die Rätsel sind halt nicht allzu schwer. Es ist eben ein Kinderspiel und wir sind noch ganz am Anfang und es gibt da so ein Sprich, Starting Villages are so boring. Also Startdörfer sind so langweilig. Und das trifft halt hier auch in diesem Fall zu. Es ist zwar nicht unbedingt langweilig, wenn man das nicht kennt, aber es ist eben unspektakulär. Und da oben ist das letzte Bienennest. Das wusste ich noch, dass es hier unten ist. Das werde ich eben abschießen. So. Damit haben wir alle. Und da oben haben wir ein Pfeil-Upgrade. Das wollte ich nämlich haben. Den Rest hier werde ich später machen. Ihr seht, da sind jede Menge Fledermäuse und da geht's rein. Da oben ist sogar noch eine Schatztruhe. Das will ich mir aber jetzt noch nicht zumuten. Vor allem will ich erstmal mehr Pfeile haben, um mich dieser Fledermäuse zu entledigen. Weil nur mit einem Schwert wird das echt verdammt fies, da weiterzukommen. So, jetzt mal wieder hoch. Ich habe mich immer gefragt, ob hier in der Zwischenebene irgendwie noch ein Bonus versteckt ist, irgendwas. Aber ich kann mich leider während der Aufzugfahrt nicht bewegen. Von daher halt nicht. Wir holen uns auf jeden Fall erstmal die Pfeile, den Pfeilbonus. Und zwischendurch sprechen wir dann auch nochmal mit der Frau, die meinte, dass sich jemand um die Bienen kümmern sollte. Weil das haben wir jetzt gemacht. Wir haben alle Bienen entfernt. Hallo.
Herr Ritter, die Bienen sind endlich verschwunden. Gott sei Dank. Jetzt müssen wir nur noch die Ritter verschwinden lassen. Hahaha, bist du witzig. Na gut. Ich will ja eigentlich auch hier wieder weg. Ich will ja in meine Ära zurück. Dann bist du mich los. Also, hast du nicht Lust, mir irgendwie zu helfen, das Juwel des Königs zu stehlen? Oder das königliche Juwel, wie es, glaube ich, heißt? Naja, nehmen wir erstmal das hier an uns. Du hast gerade dein großes Talent als Bogenschütze demonstriert. Nein, habe ich nicht. Ich habe mein Talent als Armbrustschütze demonstriert. Daher kannst du von jetzt an bis zu 40 Standardpfeile bei dir tragen. Und das ist schon mal ein großes Upgrade. Also so 10 blaue Tränke, ja okay. Ist in Ordnung, aber 40 Pfeile im Gegensatz zu 20 Pfeilen, das ist schon was. Deswegen habe ich jetzt eigentlich auch Pfeile bekommen. Moment mal, das muss ich überprüfen. Nein. Okay, dann werde ich mir jetzt ein paar Pfeile holen. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele ich... Oh, ich muss jetzt einen Schmied. Na gut. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich mir 10 oder 20 holen soll. Also das ist schon eine Menge Geld und wir werden garantiert noch welche finden. Fürs Militär ist mir nichts zu schwer. Hier Wobei, ist meine Ware, Ritter. Wie viele kriege ich da überhaupt? Das weiß ich ja gar nicht. Hier ist ein Ritter, der... Für 10 Plastiks, wie viele Bolzen kriege ich da? Ja, 10 Stück, okay, das habe ich mir schon gedacht. Ich habe 40 Plastiks. Ach komm, ich hole mir noch welche. Schaden kann es ja nicht. Und ich denke mal, die 10 Plastiks werden wir auf jeden Fall noch zusammenkriegen. Und ja, viel mehr gibt es jetzt hier in der Stadt erstmal nicht zu tun, außer an den Brunnen hinabzusteigen. Das werden wir aber in der nächsten Folge tun. Ich gehe jetzt erstmal zurück hier in mein Zimmer, in der Taverne und schlafe ein Ründchen. Sprich, ich werde speichern. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und ja, bis dann.